Ein fröhliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Drei Fragen, Drei Antworten, der Podcast-Reihe der 3 gegen 3 Liga Köln. Heute mit Yannick Drexler, Trainer von RB Leipzig und Referent des Sächsischen Fußballverbands, der uns sicherlich gleich mal erläutern wird, wie denn der Stand der Dinge beim 3 gegen 3 und den neuen Spielformen in Sachsen ist. Ja, Yannick, schön, dass du heute bei uns bist und dich bereit erklärt hast, uns ein paar Fragen zu beantworten zum 3 gegen 3 und zu den neuen Spielformen. Wie ist es denn, mal mit der ersten Frage beginnt, wie steht denn RB Leipzig, wo du ja als Trainer arbeitest, aktuell zum 3 gegen 3 und zu den neuen Spielformen? Also hallo erstmal, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ja, also ich bin U8-Trainer bei RB, jetzt schon im dritten oder vierten Jahr sogar. Und ich kann einfach sagen, dass das RB da total offen ist im Grundlagenbereich hinsichtlich der neuen Spielform. So angefangen, wo ich mich so richtig erinnern kann, wo für mich auch so ein Punkt war, war 2018, wo unser sportlicher Leiter den Dr. Lochmann von der Uni Erlangen eingeladen hatte zu einer Schulung. Und das war dann so für viele und auch für mich so ein Augenöffner einfach, ne? So ein Dosenöffner, wo ja, ich einfach diesen ganzen Gedankengängen komplett folgen konnte. Und seitdem ist das eigentlich fester Bestandteil in unserer Trainingsphilosophie und auch in meinem Training. Und genauso ist es auch Inhalt der RB Leipzig Fußballschule, die ja mit ganz, ganz vielen Camps in den Ferien aktiv ist und wo da auch die Trainer das immer so umsetzen. Da ist mindestens ein Turnier auch in den Fußballschulen immer als Foninho-Turnier organisiert sozusagen noch. Ja. Und wir bei RB wollten eigentlich jetzt im Jahr 2020 in der U8 einen parallelen Spielbetrieb gehen mit einer Mannschaft in der Fairplay-Liga, wie der Spielbetrieb bei uns in Leipzig organisiert ist, und parallel in der Mini-Fußball-Liga Leipzig. Durch Corona hat das alles so aktuell halt ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, dass die Turniere ja nicht so stattfinden konnten, dass wir aktuell halt auch bloß bei RB bloß in Anführungsstrichen eine Mannschaft haben. Wir haben sonst immer einen Kader von circa 16 bis 20, 22 Kindern und fahren dann halt parallel und hätten das gerne jetzt so gehandhabt, eine Mannschaft im Minifußball, eine Mannschaft in der Fairplay-Liga als Anfang, aber wollen perspektivisch das auch nur so spielen, ne? Und sind da auch als Verein hinterher, da den Verband zu unterstützen und da ja Druck zu machen, damit die kleinen Spielformen als offizieller Spielbetrieb auch angeboten werden können. Und RB hatte halt auch Ideen, um den Mini-Fußball in Leipzig und in der Region auch auszuweiten. Und ich glaube, dass ja der Name RB Leipzig da schon als Zugpferd gelten kann in der Region. Also das mal so grob zum Stand vom Mini-Fußball, so wie wir es jetzt nennen, bei RB Leipzig. Ja, jetzt hast du es ja damit schon angesprochen. Also generell total schön, dass RB so dahinter steht und das dann auch entsprechend schon umsetzt. Wie ist es denn darüber hinaus in Sachsen? Wie steht denn der Sächsische Fußballverband dazu und wie ist denn so der Stand der Dinge mit dem Mini-Fußball in Leipzig? Wir sehen ja den Hintergrund bei dir, da ist das ja schon ein bisschen dargestellt. Wie weit seid ihr insgesamt? Ja, also vor gut einem oder anderthalb Jahren, glaube ich, bin ich noch nicht ganz so lange dabei bei der Runde, haben sich Vereine zusammengeschlossen zur Mini-Fußball-Liga Leipzig, die das selbst organisiert haben, die dann auch Schulungen organisiert haben und so einen Parallelspielbetrieb angeboten haben. Ja, und in letzter Zeit habe ich dann halt auch für mich gesehen, ja, das ist ein super Format und das könnte so der Spielbetrieb sein, weshalb ich auch versucht habe, damit zu organisieren und auch mit meinen RB-Mannschaften da an den Turnieren regelmäßig teilnehme, wann es halt terminlich gepasst hat. Und wir versuchen jetzt, diese Mini-Fußball-Liga auch dem Stadtverband Leipzig anzugliedern und wollen da halt in dem nächsten, im nächsten Spieljahr 2021, wenn das alles so möglich ist, mit den Bambinis starten und wo die Turniere in sogenannten Turnierserien schon organisiert sind, was ja super ist, was ja schon dem Format sehr ähnelt. Wollen da von 6 Terminen 2 verpflichtend als Mini-Fußball anbieten, damit wir da einen Einstieg haben für viele Trainer, die ja da auch häufig im Bambini-Bereich neu anfangen. Und in der F-Jugend soll dann eine Wahlmöglichkeit bestehen zwischen im ersten Jahr jetzt der Fairplay-Liga oder parallel dem Mini-Fußball oder auch vielleicht beides zusammen, ja, so wie es die Mannschaften möchten. Und wie es sich darüber hinaus in der E-Jugend dann gestaltet, das müssen wir gucken, wie es dann auch mitwächst und wollen das halt auch so handhaben. Ja. Und ich glaube, da sind wir jetzt auf einem guten Weg, weil
die Hallenmeisterschaften letztes Jahr beispielsweise schon in Minifußball organisiert worden. Wir haben da im Leipziger Fußballverband und im Sächsischen Fußballverband eine große Anschaffung gemacht über Airpitches, sogenannte Luftbanden, wo dann im 3 gegen 3 in der großen Halle in Abnaundorf in Leipzig, glaube ich, 16 Felder aufgebaut wurden. Ja. Und da ist es schon ein cooler Schritt gewesen, da die Halbmeisterschaften so zu organisieren. Und jetzt haben wir auch den F-Junioren-Pokalwettbewerb abgeschafft, weil das ja durch diese K.O.-Runden sowieso ein System ist, was mit Erfolgserlebnis, also mit viel Erfolgsdruck immer einhergeht, wo wir gesagt haben, wir organisieren im F-Bereich einfach die Pokalrunden als Minifußballrunden. Ja. Schön, schönes Projekt. Da seid ihr ja schon ordentlich weit und schon gut vorangekommen in der Gesamtplanung. Was sind denn so deine persönlichen Eindrücke? Wie siehst du denn so 3 gegen 3, die neuen Spielformen, generell den Mini-Fußball im Training und im Spielbetrieb? Was gefällt dir daran besonders gut? Ja, also ich glaube, wenn man sich mit der Thematik oder allein schon mit dem Buch hier von Horst Wein beschäftigt, dann sind die Vorteile relativ klar. Aber für mich ist so das Einprägsamste einfach, dass wenn ich jetzt ein Fair-Play-Liga spiele, also wir spielen in Leipzig und Sachsen 1-5 in den F-Junioren und E-Junioren, was ja schon ein Schritt weiter ist als manche Landesverbände. Aber auch da sucht man einfach vergeblich irgendwie so kreative Aktionen oder fußballerische Aktionen, weil häufig ist es doch halt 80% irgendwie Abschläge vom Torhüter, Fernschüsse etc. Und man sucht so spezielle Fußballaktionen. Ja, und ich sehe einfach im Mini-Fußball viel klarere fußballspezifische Aktionen wie Pässe durch die Lücke, 1 gegen 1 Situationen, häufige Dribblings, na, auch ein Trick, wo ein Kind mutig einen Trick ausprobiert, wo man halt gefühlt in so einem Ligaspiel, wie es bis jetzt war, immer ja, 20 Minuten auf den Trick warten musste. Und hier sieht man sofort, wie die Kinder was ausprobieren. Ja. Und häufig kommt das Argument, dass ja, Minifußball, das hat doch gar nichts mit dem Fußball zu tun. Also ich finde, die Aktionen, die die Kinder am Ball machen, haben viel mehr mit dem Fußball zu tun, als das, was wir sehen, wenn sie auf größere Tore und auf größeren Feldern spielen. Jannik, vielen, vielen Dank für das Interview und für die Einblicke, wie es bei euch so läuft. Wir hier aus Köln drücken euch die Daumen, dass ihr bald wieder auf die Sportplätze kommt und dann halt entsprechend das Projekt weiter vorantreiben könnt. Danke sehr und ja, wir bleiben sicherlich in Kontakt und tauschen uns mal aus, wie es dann so läuft, wechselseitig. Sehr gut. Ich danke dir für die Möglichkeit, hier sprechen zu können und ja, verfolge ja auch eure Arbeit da in Köln über die sozialen Netzwerke und kann sagen, dass ihr da schon, was meine Auffassung ist, richtig weit seid und da eine Pionierarbeit leistet, was super ist und macht auch weiter so. Ja, danke. Werden wir probieren, sobald wir wieder dürfen, dann das weiter umzusetzen. Danke dir, ne? Und dann bis bald. Ciao.